Läuft? Habe ich das richtig verstanden? Läuft? Alles klar, dann jetzt offiziell herzlich willkommen noch einmal im Namen des SK Rapid nach diesem sehr erfreulichen 1:0-Sieg gegen den LASK. Zocke, Gratulation. Und ich darf dich bitten, für die Kollegen und Kolleginnen hier erinnern, noch einmal eine kurze Analyse zu diesem Dreier zu machen, der unsere Mannschaft auf Platz 4 in der Tabelle gebracht hat. Ja, die Gratulationen gebe ich natürlich weiter an die Mannschaft, an die Spieler. Wir haben sehr gut reingefunden in das Spiel und haben es geschafft, das Spiel sofort im Griff zu bekommen, unter Kontrolle zu bringen. Haben versucht, ständig nach vorne zu spielen. Ist uns ganz gut gelungen, sind auch meiner Meinung nach verdient in Führung gegangen, hätten vielleicht schon früher in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir vorgenommen, dass wir offensiv auftreten wollen, auch aufs zweite Tor spielen wollen. Der LASK ist aber dann immer besser in Schwung gekommen, hat dann so circa ab der 60. Minute uns unter Druck gesetzt. Da haben wir nicht so viel Zugriff gehabt auf das Spiel vom LASK. Waren vielleicht ein bisschen zu passiv oder nicht aggressiv oder nicht griffig genug im Spiel gegen den Ball, im Pressing. Und nach Ballgewinnen waren wir möglicherweise ein bisschen zu nervös und haben hier und da mal die falschen Entscheidungen getroffen, weil es viele, viele Möglichkeiten gegeben hätte, Kontersituationen besser zu Ende zu spielen. Wir haben ja auch die Chance gehabt auf 2:0, haben aber auf der anderen Seite das Glück gehabt, dass wir das Ausgleichstor nicht bekommen haben. Und schlussendlich war es einfach ein sehr, sehr gutes Spiel, finde ich, von beiden Mannschaften. Muss meiner Mannschaft natürlich gratulieren, dass sie alles unternommen hat, sich dagegen gestemmt hat, gegen dieses Gegentor und alles in die Waagschale geworfen hat. Wie gesagt, wir hätten es uns ein bisschen leichter machen können, indem wir das zweite Tor schießen, aber hoffentlich haben wir uns das Aufkommen für die kommenden Aufgaben. Aber schlussendlich glaube ich, ein Spiel, sehr intensives Spiel auf hohem Niveau. Wir haben gewonnen gegen eine sehr, sehr starke LASK-Mannschaft, wo man gesehen hat, dass sie auch über sehr, sehr viel individuelle Qualität verfügen. Vielen Dank und darf traditionsgemäß auch beim letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres 2022 Christian Hackl vom Standard. Du, vor 2-3 Wochen war irgendwie noch eine ganz andere Stimmung im Verein. Glaubst du, ist es jetzt schon der totale Turnaround, dass man alles wieder positiver sieht, nicht so hysterisch? War das jetzt, oder ist dieser Entwicklungsprozess, hat ja schon, was weiß ich, mit dem 5-1 gegen Hartberg angefangen. Ist es irgendwie so, man hat das Gefühl, wenn jetzt das Hartberg auch noch gut ausgeht, dass sich wieder alles beruhigt und dass das quasi so, weiß ich nicht, Neuanfang ist übertrieben, aber dass wieder Normalität da ist? Und welchen Einfluss, glaube ich, hast du da gehabt? Also für mich ist wichtig, ich habe immer betont, das eine ist der Turnaround, das andere ist der Neubeginn. Das ist mir ganz wichtig, dass alle Rapidler, ob das die Belegschaft ist, ob das die Spieler sind, ob das die Nachwuchsspieler sind, ob das die Trainer sind, ob das unsere Fans sind, dass wir alle miteinander an einem Strang ziehen. Ja, es geht ja nur gemeinsam. Und ich werde so lange kämpfen, bis wir das durchziehen. Und ich finde, heute hat man so etwas Ähnliches wie ein Fußballfest gesehen. Ja, auch unsere Fans gehen heute glücklich nach Hause. Ja, nicht nur aufgrund des Resultats, sondern auch, wie die Jungs gespielt haben. Zeitweise hat man sehr gute Kombinationsfußball gesehen, sehr gute Spielverlagerungen, Durchbrüche über die Seite. Es war ein spannendes Spiel und sehr viel Einsatz und Kampfgeist. Und das ist das, was unsere Fans sehen wollen. Das ist das, was wir anbieten müssen. Und alles, was Resultat und Leistung betrifft, wenn es dazu beitragen kann, ja, um für bessere Stimmung zu sorgen, dann soll es uns allen miteinander recht sein. Bitte das Mikrofon für die Nachfrage, damit man es auch hört. Hat es irgendwie so einen Schlüsselmoment gegeben, dass es ganz einfach jetzt wieder besser wird? Oder war das schon vielleicht, ich meine, es war das Klagenfurt auch noch, das ist ein Tirol-Sieg. Oder ist es ganz einfach so ein Prozess, dass die Mannschaft, du als Trainer, ihr habt euch zusammengefunden, es ist eine andere Stimmung da, ich weiß es ja nicht, was da der Grund war. Ich
Ich würde es seriös beantworten, oder so seriös wie möglich beantworten können, kann ich aber nicht. Wir bemühen uns, einfach gute Leistungen zu bringen. Wir bemühen uns, besser Fußball zu spielen. Wir bemühen uns, zu agieren, einen offensiven Fußball anzubieten. Das ist ja meine Denkweise, jeder kennt mich. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich sehr gerne nach vorne spiele, dass ich sehr gerne einfach viele Tore schieße oder auch noch einen Vorsprung von 1-0, dass ich nicht gern mauere, sondern dass ich gern trotzdem das Spiel unter Kontrolle hätte. Aber das ist alles kein Wunschkonzert. Das müssen wir uns dorthin handeln und hinarbeiten. Und das ist ein Prozess, der andauert. Aber so wie es das, was die Jungs bis jetzt abgeliefert haben in dem kurzen Zeitraum mit diesen vielen Spielen, ja, da das muss ich ihnen schon gratulieren, welche Leistungen sie da zustande gebracht haben. Bis jetzt, das ist noch nicht aus. Danke, Hagel. Bitte eine Reihe nach vorne zum Kollegen Rainer Bortenschlager, Kronenzeitung. Reden von Neuanfang, das zukünftige Präsidium war auch im Stadion. Viele Fragen sind offen, das hat jetzt unter der Woche gesagt, man weiß nicht, was kommen wird. War die Leistung der Art und Weise nicht trotzdem auch eine Art Bewerbungsschreiben für dich als Trainer? Nein, weil ich glaube, man kennt mich ja. Also glaube ich nicht, dass man kennt mein CV auch und man kennt mich aus der Vergangenheit. Ich werde mich wahrscheinlich nicht verändert haben oder nicht allzu sehr als Person. Aber Bewerbung war es keine. So sicher das nicht. Dann bitte ein paar Plätze weiter rüber, Alex Huber, Kurier. Jetzt habt ihr unter Anführungszeichen nur noch ein Spiel. Ist es nicht fast ein bisschen schade, nach der meiner Meinung nach besten Saisonleistung, dass es jetzt schon wieder zu Ende geht? Jein. Ich glaube, jetzt haben wir wieder eine Woche Zeit, um uns bestmöglich vorzubereiten auf das Spiel gegen Hartberg. Und ich glaube, die Spieler dürfen jetzt auch voller Vorfreude sein, ja, und sie so richtig freuen auf dieses letzte Spiel in diesem Jahr. Sie sollen nochmal so richtig Gas geben, alles raushauen, was in ihnen steckt, auch was die Spielfreude betrifft. Und sie dürfen auch selbstbewusst jetzt in das Spiel reingehen. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf das Spiel. Und noch eine Detailfrage. Ich habe meiner Meinung nach einen überragenden Martin Mormann in der Innenverteidigung gesehen. Ich weiß, er kann auch guter linker Außenverteidiger spielen, aber wäre das jetzt nicht auch für die Zukunft gesehen, die Position, wo er wahrscheinlich das größte Entwicklungspotenzial hat und wo auch diesem Verein am meisten helfen kann? Ja, danke für die Frage. Es ist so, dass man als Trainer auch Entscheidungen treffen muss, die wehtun, die auch vor allem mir wehtun, wenn man bedenkt, dass Solbauer und Wimmer heute nicht im Kader mit dabei waren, die wahrscheinlich bei fast jedem Verein in der Bundesliga spielen könnten von Anfang an, weil ich mich entschieden habe, eben für zwei junge Innenverteidiger mit Querfeld und Mormann, weiß nicht, ich glaube 18 und 21 Jahre, also das ist ja nicht irgendwas und das nur dazu auf dieser Position. Glaube ich, spricht auch eigene Sprache, nämlich dass wir wirklich Spieler entwickeln wollen und junge Spieler einsetzen wollen, besser machen wollen. Mormann hat das genauso wie Querfeld heute sehr, 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 sehr gut erledigt, sehr, sehr gut gemacht. Und ob jetzt Martin Mormann Innenverteidiger ist oder linker Verteidiger ist. Ich glaube, er kann beide Positionen sehr gut spielen. Für mich hat auch Jonas Auer sehr, sehr gute Leistung hingelegt. War schon ein bisschen extrovertierter als noch in den Spielen zuvor. Das ist das, was ich von ihm verlange. Und da sieht man schon, dass das Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Aber jeder Spieler muss das spielen, was der Trainer von ihm verlangt. Und wenn ich will, dass er links außen spielt, muss er links außen spielen. Und nur eine letzte Frage. Welche Sprache sprichst du eigentlich mit Alexa Beetsch? Es wirkt jetzt zumindest so, dass er kapiert, was er eigentlich tun soll. Ja, ich habe schon das Glück, dass ich dreisprachig bin und in seiner Muttersprache, sprich Serbisch, kommuniziere mit ihm. Freut mich auch sehr, dass er sie kontinuierlich und sukzessive
weiterentwickelt hat, dass sein Entwicklungspfeil nach oben zeigt, gewinnt die Zweikämpfe, kann noch ruhiger werden im Spiel mit dem Ball, was das, das Überspielen von Linien betrifft. Aber er hat heute wieder eine hervorragende Leistung gezeigt. Vor allem ist das ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der jetzt nicht unbedingt spektakulär sein muss, aber er muss seine Aufgabe erfüllen. Dankeschön. Da haben wir noch eine weitere Frage von meinem Hakel. Schon wieder. Kann man jetzt schon sagen, dass der Guido Burgstaller die Erwartungen nicht nur erfüllt hat, sondern der wirklich irgendwie vorangeht und wirklich eingeschlagen hat jetzt? Ich meine, du kannst sagen, du hast das eh immer schon gewusst. Nein, ich bin voll enttäuscht von ihm, weil ja. Ich glaube, dass er mindestens 5 Tore mehr schießen hätte können und 5 Assists mehr auf sein Konto hätte können. Aber es ist so, wie es ist, auch er ist imstande, sie weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass er noch besser wird. Okidoki. Dann haben wir noch vielleicht letzte Frage von Horst Hötsch. Zocke, es war heute der erste Sieg gegen eine Top-3-Mannschaft seit, ich weiß nicht wann, auf jeden Fall in dieser Saison. Kann das was bewirken in der Mannschaft, dass sie Selbstvertrauen gewinnt auch und jetzt weiß, dass sie auch gegen solche Mannschaften gewinnen kann? Ich hoffe schon, zum einen. Aber zum anderen soll es auch bewirken, dass wir noch sehr, sehr viel zu lernen haben, sehr, sehr viel zu tun haben, sehr viel zu arbeiten haben. Es hat schon auch Phasen im Spiel gegeben, wo wir uns verbessern werden müssen. Ja. Und das werden wir. Aber es hat gewisse Dinge gegeben, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Und trotzdem gibt es noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Also wir dürfen nicht zufrieden sein. Wir dürfen heute glücklich sein. Es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel im Hinblick auf die Tabelle. Auch gegen eine sehr, sehr gute LASK-Mannschaft, aber trotzdem dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, auch besser werden zu wollen in allen Bereichen. Sehr gut. Ich glaube, ein wunderbares Schlusswort. Ich wünsche danke fürs Interesse. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und nochmal Gratulation. Gratulation an die Mannschaft. Danke.